Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hammerhelm. Schauen wir mal, heute gibt es ziemlich viele Quests, soweit ich mich erinnere, im Zusammenhang mit Rotte dieses Monster aus, Rotte dieses und jenes und überhaupt noch das da aus. Ja, das wollen wir dann gerne machen, für den Ruhm von Zwergington. Außerdem brauchen wir mehr Geld, fürs Eigenheim. So, wir fangen einfach mal, wie sieht das jetzt aus? Es ist schon rot, Zwergington ist unglücklich. So, Management, auf einem Spaziergang, okay, er ist Koch, aber er könnte, ja, bei der Arbeit, Schneiderin, bei der Arbeit, Jagdrevier, mürrisch, bei der Arbeit. So, das könnte man abstellen, das will ich aber gar nicht abstellen. Steinmetz würde fehlen. Wir haben hier drei Arbeiter. Einmal Holz, einmal Stein. Genau so würde ich es gerne lassen. Ethan? Mein Name ist Ethan, ich bin Arbeiter. Okay, wie ist die Stimmung bei dir zu Hause? Es sind Monster in der Nähe. Okay, ja, ich habe verstanden, ihr wollt keine Monster mehr in der Nähe. Okay. So, finde die Kreaturen, ich werde sie finden. Ja. Und dann werden wir sie töten. So, sind wir uns immer diese Unzufriedenheit. Oh, und jetzt hatte Piersim auch noch einen schlechten Tag. So, finde die Monster. Wir finden die Monster. Monster? Monster. Monster, wegen euch sind meine Leute unglücklich. So, hier ist ein Monster. Hey, du Monster. Na, bevor er aufsteht, ziehen wir ihm noch drei drüber. Au! Sag mal! Truhe öffnen. Alles nehmen. 371. Wir können bald wieder ein Häuschen bauen. Super. So, da würde ich aber gerne einen Trank nehmen. So, und wenn wir ein eigenes Häuschen hätten, aber das steht auf der Priorität so weit hinten, aber hätten wir ein eigenes Häuschen... ja, mit eigenem Häuschen könnten wir ein Bettchen haben. Und mit dem Bettchen könnte man auch immer Hitpoints regenerieren. Das wäre auch schön. So, Truhe. Bam. 474, super. So, sprich mit mir. Ja, aber vorher möchte ich noch die Monster ausschalten. Da sind ja noch welche. So. Die guten, guten Zombies, die haben wir ja vorher... Naja, schon lange her, dass wir die gesehen haben. Aber okay. Da vorne müssten sie schon sein. Hey, da ist ja auch Shady. Dem könnten wir irgendwas haben wir, was wir ihm verkaufen können. Wirklich die Rose mit. So, weil wenn wir schon da sind bei Shady. Hey, Shady. Oh. Hallo, Shady. So, und zwar verkaufen. Da, Kupfer-Shade. Verkaufen. Bäm. 500. Danke, Shady. Ja, ist ein guter. Gut, dass wir dem geholfen haben. Vor so, so langer Zeit. Aber es war gut so. So, da sind noch Monster. Na klar. Sehr schön. So. Hallo. So, pass auf, ich zeig dir mal was. Da, gucke. Ja? So, alles nehmen. 600 Gold, yeah. So, und jetzt gehen wir zu Piersim. Oh, gut. So. Oh, da vorne ist noch ein Lager. Das nehmen wir noch aus. Oh, eine Rose. So, da ist noch ein Lager. Und drei. Will ich das? Na gut, ich will das. Ach, super.
So, zuerst mal dich möchte ich gerne ausschalten. So. Wieso hat er uns erwischt? Wieso, wieso, wieso? Oh, und da sind wir reingestiegen auch noch. Ja, gut. Dann der hier. Ah, wieso? Wieso hat er uns getroffen? Das war doch fies, oder? Das war fies. So. So, und jetzt? Come on, show me your magic. So. Alles nehmen. Wunderbar. So, auf geht's. Zurück zu Biersim. Was auch immer es ist. Dracheneier. So, also, wir laufen jetzt zurück und fragen ihn nach den Höhlenkristallen. Ah, oh, schön. So, wir haben wieder etwas mehr als 2 Sterne. Ethan. Wie ist die Stimmung so? Das Haus ist kalt. Okay. Angela. So, Willem? Stimmung? Das Haus ist voll möbliert. Bam. Yeah. Ich schaue mir das dann später an. So, wer hat einen schlechten Tag? Angela. Wo ist Angela? So, wie geht's dir jetzt? Stimmung? Mein Haus ist voll möbliert. Wohnst du mit dem zusammen? So, Angela. Angela. Aufheitern. Heute fühlt sich etwas nicht richtig an, aber nun glaube ich, dass es morgen besser wird. Bitteschön. Ich habe zerlumpte Kleidung. Unser Meister hat sich die Zeit genommen, mich aufzuheitern. Wunderbar. Auf Wiedersehen. Yeah. Ah, schön. So, wir sprechen jetzt mit Biersim, dem alten Fuchs hier. Heute war kein guter Tag. Scheint so, als würde ich alles, was ich tue, einfach verpfuschen. Ach komm. Siehst du? So, wie ist jetzt deine Stimmung? Super. Mehr bloß. So, Mission. Ich mag die Kristalle in unserer Mine sehr. Leider sind sie alle zu hoch, um an sie heranzukommen. Wenn du welche in Reichweite findest, dann bring sie bitte mir. Grumble könnte wissen, wo man schauen muss. Okay. Sprich mit Grumble. Gut. Dann sind wir jetzt eine Hammer. Platz im Inventar, noch fast keinen mehr. Wir legen mal ab im Lagerhaus. So, und dann gehen wir mal zu Grumble. Der weiß das. Der weiß alles über die Minen. So, das können wir nicht ablegen. Das können wir auch nicht ablegen. Da können wir was ablegen, was ablegen. Da können wir auch was ablegen. Oh, super. Da können wir auch was ablegen. Da können wir auch was ablegen. Und hier ein wenig Holz. Yeah. So, dann würde ich mal sagen, passt so. Bam. So, wir laufen zu Grumble. Schauen wir mal. Auf zu Grumble. Was leuchtet dort vorn? Achso. Das ist die Jägerin. Ja, mit ihrer Zeremonienaxt. Evelyn! Yeah, wie ist die Stimmung? Mein Haus ist voll möbliert. Das freut mich total für dich, Evelyn. So, na dann, laufen wir mal zu Grumble. Der Weg war aber ziemlich weit, glaube ich, zu Grumble, oder? Oh ja, das geht. So. Was glitzert unterwegs, nehmen wir natürlich mit. Da-da-da, da-da-da. Der hier zum Beispiel, die gute alte Clownwurz. So, dann haben wir da auch Kirschblüten. Ich glaube, die haben wir noch gar nicht gehabt. So, rote Pilze. Oh, da leuchtet ja alles. Bei den alten Ruinen leuchtet es ja in der Nacht. Wie cool. Clownwurzel, schöne. Also, und gleich sind wir bei Grumble. 5 Griffel.
starke Griffe. So, Grumble, was ist zu tun? Wie kommen wir an die Kristalle dran? Hey, Grumble. Willkommen zurück. Was kann ich für dich tun? Ich bin Grumble. Mission. Klar, ich weiß, wo du Höhlenkristalle finden kannst. In einer verlassenen Höhle in der Nähe gibt es welche. Okay. So, finde die Höhle. Die ist dort. William hat einen schönen Tag, das freut mich. Das freut mich sehr. So, eine Höhle in der Nähe. So, da drüber laufen, den Birkensamen einsammeln. Inventar, schauen wir mal. Ja, soweit so klar. Da sind wir. Oh, eine Rose. So, na dann. Die Kristallmine weg. Dungeon Name. Diese Minen sind schon lange verlassen. Doch vielleicht haben sich Kreaturen hier eingenistet. Du musst sie allerdings nicht bekämpfen, um an Kristalle heranzukommen. Das ist interessant. Ich muss sie nicht bekämpfen. Die stehen doch da im Weg. Wenn ich näher hingehe, dann sage ich doch. Wow, was halten die denn aus? Oh, die sind ja heftig. Die sind ja heftig, die Dinger. Die anderen Pilzmenschen waren nicht so extrem. Oh. Jetzt du. Schau, ich muss zuerst dich mal kaputt machen. So. Oh, hält der viel aus. Der hält so viel aus. Trink mal den Saft. So, mit Angela werden wir dann sprechen, aber Shady ist doch ein guter. Shady ist doch ein guter. Kobold-Probleme. Oh, dem müssen wir helfen. Der ist doch unser Freund. So, die Grumble-Höhle. Zwei Monster noch übrig. Und dann nehmen wir mal den Saft. So, und da sind noch zwei. Die halten echt viel aus, die Jungs. Ach, der zweite kommt auch. Okay. So. Ja. Mit Ö, stirb! Truhe öffnen. Oh ja, oh ja. Oh ja, das war gut. Sehr viel Gold. So, alle Kristalle gefunden. Kehre zurück. Ah, okay. So, die Höhlenkristalle. Ja, um Shady mache ich mir jetzt ein wenig Sorgen. Wir waren doch gerade noch bei ihm. Sehen wir mal nach. So, Höhlenkristalle. Danke, Grumble. Oh, schön. Wir könnten auch zu Shady noch vorbeischauen. Der ist ja eh, der müsste am Weg liegen, oder? Wenn wir von hier laufen? Shady? Klar, wir schauen gleich bei ihm vorbei. Achso, sprich mit Angela. Schade. Da ist ein Lager. Da ist ein Lager. Ein Lager, ein Lager. Hallo, Rattenmensch. Ach komm. Ah, schön mal trennen voneinander. Und jetzt machen wir dich da. Oh, hat er denn hingeschlagen? Hat er?
Er hat's gewagt. Er hat's gewagt. So, dann nehmen wir alle. Oh, Gideon hat auch einen schlechten Tag. Och, ist nicht gut. Ist nicht gut. Gut, andererseits, jeder kann mal einen schlechten Tag haben. So, dann sprechen wir gleich mit Angela. Vor allem mal die Kiste noch, natürlich. Rohes Fleisch, yeah. So. Ja, wir brauchen jetzt echt schon langsam mal das Eigenheim. Aber ich möchte mich zuerst um meine Einwohner kümmern. Hey, wie geht's dir? Ich hatte einen schlechten Tag. Okay. Vielen Dank. Ausgezeichnet. Auf Wiedersehen. So, sieht gleich besser aus. So, sprich mit Angela, der Bäuerin. Angela, wie geht's dir? So, ich bin Angela, die Bäuerin. Ja? Mir ist ein Koboldfreund in der Nähe der Stadt aufgefallen. Er wirkte bestürzt. Okay. Wie geht's dir sonst? Ich habe zerlumpte Kleidung. Okay. Ja, die Beide schlecht. So, dann aufzuschicken. Moment, vorher legen wir nochmal da ab, was wir ablegen können. Drop-off-Menü. Das gute alte Drop-off-Menü. So. Yeah. Habe ich noch Fleisch auch irgendwo gehabt hier? So, super. So, wir müssen zu Shady. Er wirkte bestürzt. Sag mal, kann ich hier nicht eigentlich, Nö, gefährliche Ebene erkunden. So, also, auf zu Shady. Dedede, oh, da glitzert wieder was. Auf dem Weg zu Shady. Oh, sehr gut. Wir haben wieder ein wenig mehr Platz im Inventar, ja. Das mit den Griffen, So. Schauen wir mal. Shady, was ist los mit dir? Ich, Shady, bin nicht wie andere Kobolde. Will nur einen Laden haben. Ja, stimmt. Ich, Shady, kämpfe mache ich nicht. Will nur einen Laden haben. Ja? Was ist los? Du hilfst. Mach, dass die anderen Kobolde Shady in Ruhe lassen. Gerne. So, dann auf. Das ist nicht gut. Shady ist unser Freund. Der darf nicht weg. Dem verkaufen wir ihm unsere alte Rüstung. Und bald gibt's neue Schulterpolster. Schulterpolster. Klauenwurzel. Ein rohes Gemüse. Futter. Ja, Jungs, das geht nicht. Das ist die Hütte von Shady. So. Einen Baum. So. Also, 1, 2, 3, treten. Ach, schade. Na gut, dann ihn. So. So, vielleicht können wir ihn töten, während er noch so rumliegt mit dem Gesicht nach vorne. Was ist mit dir? Der Tänzler unter uns bist du. Er tänzelt einfach weiter. Gut. Keine Ahnung. Kein Mitleid mit Rattenmenschen. So. Sehr schön. Alles nehmen. Bam. Super. Reise zu Shadys Laden und konfrontiere die Kobolde da hinten. Ja, noch mehr. Sag mal, was habt ihr für ein Problem mit meinem Lieblingskobold? Ihr seid mir aber wilde. Wilde Taugenichtse. So, dann würde ich sagen, wir suchen uns einen anderen, wobei den eher, den treten wir mal weg. Dann haben wir ihn. Bam. So, und jetzt mit euch beiden. Und weiter, Fafa. Oh, getroffen. So. Wir haben gar keine Zeit, uns um das Dorf zu kümmern. Vor lauter Monstern.
Ich will da raus. So, pass auf. Ich trete dich mal weg. So, und dich töte ich mal. So, und... Bam. So, Truhe öffnen. Yeah, alles nehmen. Natürlich alles nehmen. So, erzähle Shady. Das erzähle ich ihm. So, na, auf zu Shady. Shady, komm zurück. Du musst deinen Laden betreiben. An wen soll ich meinen alten Schrott verkaufen? Shady! Yeah, sprich mit Shady. Mission. Vielen Dank. Ich habe ein Gold für dich. Yeah. So, habe ich irgendeinen alten Schrott? Nein, im Moment nicht. Kann ich das da verkaufen? Nö. Kann ich das da verkaufen? Nö. Na gut. So, später. Ah, kehre mit den Höhlenkristallen zurück. Das machen wir. Ja, da bin ich gespannt. Was macht unser Koch mit den Höhlenkristallen? So. Ja, ja, ja. So, da steht er. William! Alter Fuchs. So, ich kann Rüstungen. Ich weiß, wie man alles macht. Und wie geht's dir so? Mein Haus ist möbliert. So, ich habe heute rohes Gemüse gegessen. Ja, tu das doch nicht. Mein Haus ist kalt. Warum? Der Wunschbrunnen ist wunderbar. Das ist gut. Das Gebiet ist hässlich. Es ist dreckig. So. Erstellen. So, dann haben wir da noch. Ui. Das war Shift gedrückt. Sorry. So. Was kann man aus dem Eisen noch? Kann ich Schulterpolster haben oder sowas? Ach komm. Eigentlich wollte ich mit dir ja über die... mit dir nicht. Mit unserem lieben Koch, dem guten Piersim. Hey Piersim, wie geht's dir so? Mein Haus ist möbliert. Fein. Ich bin Koch. Mission. Oh, die sind perfekt. Die werden toll von meinem Haus aussehen. Ja, okay. Dafür haben wir sie also geholt. Na gut. Wo wohnst du? Da ist der Wunschbrunnen. Der Wunschbrunnen. Ja, das nehmen wir alles mit. Super. Oh ja, die sehen wirklich toll aus. Die sehen wirklich toll aus. Piersim, du hast recht. Und passt auch super vis-à-vis von ihm. Hey. Sehr schön. Ethan. Mein Name ist Ethan. Mein Haus ist kalt. Ja, aber jetzt mal ehrlich, diese Häuser. Wieso sind die kalt? Wollen wir als nächste Häuser mal größere Häuser bauen? Oder wir bauen... Sprich mit Angela und frage nach Wein. Angela? Ja, liebe Angela, das machen wir aber in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.